Wow! Wow! Hallo? Ja. Da hinten, ne? Voll das riesige Tor. Zum Glück ist sie zum Schluss gefunden worden. Kein Kind sollte jemals unter diesem Unglück leiden. Im Endeffekt wäre es ihm sogar egal, wenn ich den großen bösen Geister nicht beseitigt hätte, aber er war auf jeden Fall ein Monster. Nope, er hat nichts mehr. Okay, fängt wieder von vorne an mit seinem Gequake. Ja, gucken wir mal kurz hier drauf auf dieses Tor, was sich da so langsam bildet. Oh. Nein! Nein! Nein, nein, so einfach nicht. Bin ja nicht blöd, ne? Ich will ja noch ein bisschen was auf die Reihe kriegen bei dem Spiel. Hier ist ja noch ein bisschen was zu tun. Hier ist noch ein bisschen was zu tun. So, irgendwas mit diesen Rockstars ist hier noch. Was ist hier noch? Oh ja, die Madame. Und da ist auch noch. Ich habe nichts. Ich habe das Grammophon immer noch nicht komplett. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ich war schon so lange nicht mehr bei den Rockstars. Ich gehe einfach nochmal da gucken, ob ich nicht. Aber sie sagt, glaube ich, ich kann da immer noch nichts tun. Im Graveyard. Hier, zack. Jemand versucht, Zombie-Rockstars wieder zu beleben. Grabsteine haben verschiedene Sachen obendrauf und da ist nichts, was ich im Moment tun kann. Ich habe keine Anhaltspunkte. Ach nee. Was soll man da? Was kann man da? Ich trau mich nicht. Aber irgendwas muss ich ja machen. Das kommt mir gerade so vor, als könnte ich eigentlich gar nichts mehr machen, wirklich. Aber ich meine, hier ist noch genug zu tun, aber ich weiß nicht, wie ich es angehen soll. Stupid. Kratz. Reis. Bart. Ja, der muss mal ab. Ich muss mich rasieren. Rasieren, euch interessiert das. So, hier ist. Jetzt ist das hier voll dunkel. Im Dunkeln sehe ich den noch gar nicht. Wie soll ich den im Dunkeln sehen? Nein, ey, im Dunkeln kriege ich ja auf jeden Fall nichts auf die Reihe oder was. Das ist ja schon mal ganz klar. Der kann ja überall sein, dann sehe ich den gar nicht. Der steht immer voll weit weg. Wenn er das überhaupt ist. Wie in dem Level mit dem. Mit den Pferden. Im Dunkeln sehe ich ja jetzt hier gar nichts. Naja, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich echt keinen Bock drauf. Ja? Alles klar. Es ist dein Revier, mein Freund. Ganz klar. Ganz klar. Hey. Wo komme ich hier nochmal? Woran geht's hier nochmal? Wo? Wie? Ich will. Hä? Ah. Ein Kind und seine Puppe auf dem Foto. Okay. Hat ich das hier noch nicht eingesammelt? Hier war ich doch schon. Wieso sagt ihr jetzt nicht Objective Updated oder so, ne? Toll. Hat das nichts gebracht jetzt? Naja, auf jeden Fall habe ich das Bild, ne? Gleich werde ich wieder geschlachtet vom bösen Männchen hier. Der schnell reagiert und schnell zuschlägt und alles weghaut. Oh, ist das hier dunkel? Man sieht gar nichts. Ist echt heftig.
Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf alles auf heller stellen. Boah, scheiße. Nee. Ich will da nicht hin. Weiß gar nicht, was ich... Soll ich da machen? Im Dunkeln sehe ich ihn auch überhaupt nicht. Ach nee. Dabei brauche ich ihn nur einmal zu knipsen, glaube ich. Dann ist er weg. Lauf bitte. Bitte lauf. Lady, lauf. Jo, wir sind wieder hier. Das ist doch heller als... Das ist schon mal heller als die Taschenlampe. So, ich bin ja... Meine Fresse, Entschuldigung. Umsonst war der Weg. Natürlich, falsche Richtung. Jetzt kommt er wieder an, oder was? Und schon bin ich tot. So wie immer... Einfach nur tot. Ein toter Mensch bin ich dann. Nee, nee. Voll die unheimlichen Geräusche. Das sind einfach nur ein paar Affen. Oder sowas. Hört sich auf jeden Fall unheimlich an. Hört's. Kann ich hier immer noch nichts machen? Kann ich hier immer noch nichts machen? Kann ich hier... Fuck. Scheiße. Was? Was? Ey, die hauen mich einfach zu klein, Mann. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und das alles im Dunkeln. Und die können auch laufen. Und Lady, Ladylike, wie ich bin, kann... Oh, bin ich natürlich voll schnell, ja. Ja, klar. Hauen wir mal einfach zu viel Fett auf das kleine Schulmädchen drauf. Wahrscheinlich, das was wahrscheinlich sogar noch voll auf Metal steht, ne? Ist ja nicht so, als würden die Japaner nicht voll ausrasten auf Metal. Nein, der einzige Fan, den die noch haben, wird einfach zusammen mir kloppt als... Ja, aber der... Nein, nein. Was ich jetzt mies finde, ist, in meinem Buch steht drin, dass ich da im Moment nicht weiterkomme. Dass ich im Moment nichts machen kann. Da ich ja jetzt den Geist anscheinend mehrmals geknipst hat von dem, der die Rockstars wiederbelebt hat, habe ich jetzt die Möglichkeit zu knipsen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Dass ich jetzt hier rum, aber was passiert ist. Es geht ja jetzt, dass ich gegen die Assis kämpfen kann. Ja, gegen die scheiß Rockband. Alter, die sind echt... Ich drück hier Scheißknöpfe. Ich
hätte nicht gedacht, dass er jetzt durch den scheiß Grabstein laufen kann. Und noch 4 Rockstars besänftigen, weißt du? Ha! So, 2 weniger. Der nächste ist der. Sehe ich jetzt mal ganz. Sehe ich jetzt mal ganz locker. Ich habe nämlich die Schnauze voll und werde die fertig machen mit meiner scheiß Spiegelreflex. Na, komm her. Oh, echt? Als ob ich dagegen eine Chance hätte. Oh oh, oh oh, der andere ist auch aufgewacht. Oh oh. Oder? Du hast den meisten Charme, du warst wahrscheinlich der Frontsänger. Könnte ich mir vorstellen, ne? Du bist der Tollste, dafür bist du aber auch der Blödeste von mir. Da kannst du nämlich gar nichts. Du lässt dich von einem kleinen Schulmädchen fotografieren. Bei etwas, was du nicht willst. Nämlich beim Scheiße sein. Ein schlechter Rockstar sein. Kein Bock auf seine Fans. Zack. So, war's das? Ach, das tut gut, sozusagen. Ach, das tut wirklich gut. Das ist wie wenn der Schmerz nachlässt, wenn man endlich wieder mal ein paar Geister zu Tode fotografiert hat. Nee, Quatsch. Die Seelen befreit hat. Und so ein Kram. Gut, ich bin langsam so ein wenig stolz auf mich. Aber auch nur ein wenig. Weil da ist immer noch dieser... Ach, nee. Ob ich es schaffe, den jetzt auch noch fertig zu machen? Da sind noch Geister, da sind noch Geister. Ach, den hebe ich mir immer noch für später auf. Der geht mir sowas um den Keks und im Dunkeln sehe ich den ja mal gar nicht. Was haben wir hier, was haben wir hier? Oh, die Lady. Nee, die Lady da. Aber hier, das kriege ich wohl auch nicht auf die Reihe. Da sind auch noch 2 Geister. Mann. Was soll ich denn jetzt machen? Mann. Ich denke immer noch, ich brauche Feuer bestimmt. Ich habe alle Nadeln. Das heißt, ich kann die Madame aus der Schule hier mal besuchen und versuchen, der mal so richtig den Arsch aufzureifen. Zu reifen. Okay. Ab in die Schule. Okay. Hört sich schlimm an, so wie morgens. Ab zur Schule. Aber diesmal ist es was Gutes. Nein, ist es nicht. Es ist noch schrecklicher. Diese Schule ist einfach nur schrecklich und mit irgendwelchen Mannequins vorgestellt. Was ist das für eine Schule? Eine Schule für Mode oder so? Ein Schwachsinn? Schwachsinn? So, was haben wir denn hier? Nee, hier haben wir die Scheißschule. Ich mache mich direkt auf die Suche nach Madame. Hier geht doch irgendwas. Ja, diese Tür ist verschlossen, okay. Wo ist Madame? Eigentlich will ich die auch gar nicht finden, bin ich ganz ehrlich.
Ach Mann, diese Tür ist auch verschlossen. Ich dachte, bin ich mal schlau, gehe ich auf die andere Seite, komme ich circa dahin, wo anscheinend was gewesen ist, weil blaue Vignette aufgekreuzt ist. Aber nein, diese Tür ist auch verschlossen, bla. Fuck. Oh, oh. Wow. Tja, jetzt habe ich wohl ein Problem, ne? Jetzt muss ich nämlich gleich kämpfen. Bei Dread Out. Muss einfach nur gucken, ob es diesmal... Die schon wieder, ne? Immer wenn ich nicht gucke. Oder? Hallo? Hab dich gefunden. Brauch dich nicht zu bewegen. Ja, unheimlich ist die Scheiße auf jeden Fall hier. Meine Fresse. Kann man nicht anders sagen. Ihr habt da auch schon... Oh, Scheiße. Da hinten ist er. Freunde... Das ist soweit. Das macht ja gar nichts, wenn ich hier fotografiere. Hab ich so das Gefühl. Oh Mann, da hat man keine Chance. Voll mies. Lady? Alter! Ich hoffe, die geht gleich irgendwie drauf. Ich hoffe, die geht doch gleich da... Nein. Ich will wegrennen, ey. Nein, ich werde nicht sterben. Du wirst... Ja, verrotte in der Hölle. Wie soll ich in die Hölle kommen? Ich war lieb. Du bist ein dummes Arschloch. Du kommst in die Hölle. Du kommst mal in die Hölle, Lady. Für den Scheiß, den du hier abziehst. Ja, toll. Hat dieses Inventar-Möbeljahr-Dingstück mich... Die Alte hat mich fertig gemacht, ne? Was soll ich rumlabern? Die Alte hat mich gekillt. Ja. Ich hoffe aber, dass ich die jetzt irgendwie da wegfotografiert kriege, weil sieht nicht so aus, als würde die da kratzen, wenn ich die fotografiere. Ich weiß auch nicht, ob es das bringt, dass ich jetzt alle 14 Nadeln habe. Vielleicht muss ich die ja noch erst irgendwo anbringen. Zum Beispiel an ihr oder so. Oder ich weiß auch nicht. Ich gehe noch mal ein bisschen gucken. Ich muss noch mal... Hier ist ihr Schrein. Kann ich hier... Nee, doch nicht ihr Schrein, Hertha. Was? Schmeiß ich schon wieder nach Sachen mit mir? Puh. Was kann ich jetzt mit den Nadeln machen? Kann ich die irgendwie benutzen? Zack. Was kann ich mit der Nadel machen? Die Puppe, die sich bewegt, kann ich die damit benädeln? Benadeln? Ach nee. Oh. Weg. Ah. Ich weiß, das Level hat es echt in sich. Kann ich nicht anders sagen. Irgendwie finde ich unheimlich, so eine Puppe, die einem die ganze Zeit hinterherläuft.
Und diese komische Hexe, die sich total hübsch findet, obwohl sie eigentlich gar nicht so hübsch ist. Oh oh. Nee, doch nicht. Was kann ich mit den Nadeln machen? Kann ich noch irgendwas... Kann ich irgendwas mit den Nadeln machen, oder? Was ist hier verdammt nochmal los in der Schule? Alter, hier ist so viel... Das ist halt so ein großes Monster. Da hinten sind die ganzen Puppen, die einem hinterherlaufen. Dann ist er diese Hexe, oder was das ist. Diese Schönheitskönigin von... Boah, von 1800 noch irgendwas. Ich glaube, Madame braucht eine kleine Pause zum Laufen. Die mag gerade nicht mehr. Meine Finger müssen auch mal ein bisschen verentkrampft werden. Oh. Hier ist irgendwo was. Irgendwo muss ja was sein. Irgendwo muss hier was sein. Es wird schön rot um. Boah, die kann von überall die Sachen schmeißen, ne? Ich hab die Nadeln, kann ich damit nicht irgendwann machen? Ja, ich würde nicht so hübsch aussehen. Ich werde nicht so hübsch aussehen, wenn ich tot bin. Da hat sie recht. Ich will aber nicht sterben. Da hat man irgendwie fast keine Chance, irgendwie wegzurennen. Jetzt schnappt die sich mir wieder. Aha. Aha. Nein, 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 das ist unfair. Mann, das Stückchen Holz kann mich jetzt echt mal in Ruhe lassen, oder? So voll bekackt. So, ich bin ziemlich am Arsch. Jetzt sieht man wieder daran, dass hier alles irgendwie schwarz-weiß ist. Guck mal, ob ich mich hier so... Hoffentlich hier so mal ein bisschen erholen. Das wäre schön. Ich hoffe, ich kriege die Lady jetzt weggeknipst. Irgendwas fliegt hier die ganze Zeit um meine Ohren rum, ne? Aber ich kann es nicht genau sehen. Kommt wieder diese wandelnde Schaufensterpuppe. Ach komm, du warst ja schon gerade fast tot, oder was? Nein, ich werde nicht sterben, ich muss alle. Ich stehe gerade relativ unter Stress, ne? Ich bin auch gerade nicht so in der Lage, nicht gewillt, irgendwie großartig viel von dem, was ich gerade hier fühle, denke, mitzukriegen, preiszugeben. Da! Ja, langsam hat sie Schiss vor mir, ne? Jetzt fängt sie auch gar nicht mehr an zu kämpfen. Die will einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Mann, ey, die schmeißen immer mit den Sachen. Mann, Mann, Mann. Scheiß Telekinese. Wo ist er hin? Wo ist er hin, Mann? Überall fliegen die Sachen rum, ne? Das ist so ein beschissenes Gefühl für die Dinger. Boah, Alter. Na? Oh mein fucking Gott. Endlich, endlich. Yes. Lady fühlt sich schon mal nicht mehr so hübsch, denke ich mal, ne? Jetzt, wo sie tot ist, haha. Wer hat hier wen fertig gemacht, Bitch? Bitch. Biatsch. Platsch. Gut. Schön. Was noch? Da muss noch irgendein Geist sein, oder was? Da muss noch irgendein Geist sein. In der Schule. Haunted School. Okay, also diese animierte Puppe. Ich hab gedacht, die hätte irgendwas mit der... Die hätte irgendwas halt mit ihrer Schöpferin zu tun. Mit dieser Hexe. Mit dieser Hexe, dass die damit irgendwie... Aber jetzt werde ich diese Puppe natürlich noch irgendwie mal wegknipsen tun können müssen. In der Hoffnung, dass ich das endlich mal auf die Reihe kriege hier. Die Scheiße. So, Puppi, mach dich mal. Puppi, mach dich mal. Ja, auf was gefasst, ne? Wenn ich dich jetzt in die Finger kriege. Ich hab schon. Ich hab schon die Hexe geschlachtet. Da wirst du ja jetzt hier. Ein Puppenspiel werden. Apropos Puppenspiel. Die ist bestimmt wieder auf der anderen Seite da, wo sie immer ist, ne? Hier war der Raum, wo eben der Typ am Computer hängt. Und? Irgendwas. Oh oh. Irgendwo ist hier meine Freundin. Irgendwo. Oder um die Ecke. Irgendwo ist irgendwas. Wo ist denn die versetzte Puppe? Die muss hier irgendwo sein. Irgendwo muss ich... Ah, klar, wie immer. Lieblingsstelle, ne? Latsch erstmal wie immer fett gegen die Wand.